Ah, das ist das Kraftfeld wahrscheinlich hier für den Zellenblock. So. Ah ja, okay. Dann haben wir den Zellenblock da jetzt deaktiviert und hier ist wahrscheinlich dasselbe nochmal. Hallo. Gucken wir mal. Ja, dann würde ich mal sagen, die Zellen sind jetzt offen. Die Kraftfelder sind... Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Knopf, Knopf. Benutzen, benutzen, benutzen geht nicht. Moment, wenn benutzen nicht geht, dann komme ich jetzt ja auch nicht mehr zurück, sehe ich das richtig? Und diese Tür geht nicht auf? Oh, uah, scheiße. Ja. Ah, ich weiß, wo wir sind. Das ist hier. Da unten. Oder? Ich glaube, jetzt unter uns müsste hier dieser Kontrollraum sein. Jedenfalls, dann würde ich doch mal sagen, machen wir mal so. Da ist Rüstung. Scheiße. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Da war die Kirche. Wo ging es denn weiter? Hier? Ne, da war die Zelle. Hier? Hier sieht es gut aus. Ah ja, okay. Hier sind wir richtig. Gut, also die Zelle... Was? Halt die Schnauze. Die Zellen sind jetzt offen, das heißt, keine Ahnung, was uns erwartet. Auf jeden Fall Schweinchen. Nummer 1. Und jetzt gehe ich erstmal darüber. Ich habe ein bisschen Angst, dass der mir sonst in den Rücken fällt. So, ja, sein Rücken ist zusammengefallen. Das. Uah. Alter. Shit, warum sind denn die... Warum können die Geschütze in die Fenster reinschießen? Was ist denn das? So, nächste Zelle auf. Warte. Und wieder raus. Puh. Nächste Zelle. Und... warum haben die... Warum haben die Aliens Aliens eingesperrt? Das, finde ich gerade keinen Sinn. Ist da irgendwas... Hä? Oh. Ach, da ist ein... Oh. Tja, gut zu wissen. Da ist ein Gang hinter der... Hinter dem Poster. Und hier haben wir wieder... Was ist denn das? Wieder diese Rohrbomben? Keine Ahnung. Na gut. Bloß raus hier. Hier geht es dann auch nicht mehr weiter. Dann gucken wir uns doch mal den Block 1 an. Alien. Ich glaube, dafür nehme ich auch mal die Pistole. Da brauche ich ja nicht die Schrotflinte für. Komm. So, noch jemand in der Ecke? Natürlich. Munition und raus. Gut, das klappt doch schon ganz gut, würde ich sagen. Ja, der ist ja gar nicht tot. Ein Raketenwerfer und... Hm. Da die Wand hier so ein bisschen anders aussieht als daneben und da hier eine Gasflasche steht, würde ich doch direkt mal vermuten, wir müssen das da ein Loch reinsprengen, wenn das gehen würde. Alter, jetzt trifft dieses Scheiß. Danke. Ich finde es ein bisschen doof, dass man nicht von einer Doppelpistole auf eine einfache wechseln kann, damit man halt präziser schießen kann. Moment, jetzt sind wir aber wieder hier. Okay, hier waren wir doch schon. Okay. Müssen wir dann vielleicht doch hier irgendwie hier weiter? Nö. Oder? Nee, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ach so, da oben. Da müssen wir bestimmt weiter, genau. Ja, und was ist das hier überhaupt? Das ist total hässlich und keine Ahnung, kann ich da was mitmachen? Benutzen, benutzen. Komm schon. Drück den Knopf. So, geht doch. Gut, dann muss ich jetzt... Hoppla. Muss ich jetzt mal eben... geschickt die Mine entschärfen. Das kann ich doch bestimmt mal eben... So. Oh. Das klang ganz vielversprechend. Sehen wir mal nach. Minen sind beseitigt und genau, wir sind hier über dem Kontrollraum. Oh, ein totes Schwein. Ist das hier eine Tür? Hm, ich würde mal sagen, sie sind hier und da ist irgendwas, was man nicht lesen kann.
Aber da oben ist... Achso, Rohrbomben. Und... Nein! Fuck. Da oben war noch so ein Energieteil. Allerdings ging es da scheinbar auch nicht weiter. So, hier wieder rein. Drück den Knopf. Achso, die... Hä, wieso ist denn da wieder Rüstung? Die habe ich doch einmal eingesammelt, oder? Merkwürdig. Können wir... Ich frage mich gerade... Also ich will erstmal dahin, so. Also wir sind ja wahrscheinlich eindeutig dieser rote Punkt hier. Und dieses Kreisding, das ist hier das hinter uns. Das da sind die Zellentrakte. Von da kommen wir wahrscheinlich. Das müsste wahrscheinlich... Nee, das müsste die Kapelle sein. Da ist ein Pfeil, also... rechts... Rechts von uns am Ende des Ganges. Also hier... Oh. Nee, Moment, von hier bin ich gekommen. Das ist ja... Das ist ja falsch. Hier am Ende... nein, nicht hier rein. Hier am Ende des Ganges? Hier war doch das Poster, ja. Aber hier ging es doch nicht... Nee, hier ging es nicht weiter. Oh, Moment. Sehe ich das... Ah, okay, ich habe gerade eine Idee. Ich sehe da ein paar Risse in der Wand, wenn ich richtig vermute. Können wir uns da ein Loch reinsprengen? Ah, Tatsache. Hm, aber jetzt, wo ich das weiß, ehrlich gesagt, ich habe schon öfter, glaube ich, so Risse an der Wand gesehen. Das heißt, es gibt dann immer versteckte Orte. Wo war das? Ich meine, das war in der Kirche oder so, wo ich das gesehen habe. Das will ich doch jetzt nochmal eben rausfinden. Ist ja kein Problem, wir sind ja schnell hingerannt mit dieser Geschwindigkeit hier. War das... Ach ne, hier war dieses Ding. Irgendwo habe ich doch sowas schon gesehen. Was ist da eigentlich hinter dem Bett? Da ist so ein kleiner Schacht, keine Ahnung. Hier ist die Kirche. Und was ist das da eigentlich? Ein Geist? Keine Ahnung. Und wieso können wir hier nicht hinter? Oder können wir da irgendwie hinter? Hm. Ich meine, ich habe irgendwo so Risse schon gesehen. Jetzt ist aber die Frage, wo das war. Kann ich da vielleicht mal eben so? Oh, da ist ein Knopf. Aber den kann ich nicht benutzen, so wie es aussieht. Okay. Ist das jetzt gut oder schlecht? Rein kann ich da immer noch nicht. Keine Ahnung, ist mir denn auch egal, ich gehe jetzt weg. Nee, da nicht lang. Hier oben wieder hin. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal... War ich hier richtig? Ach ja, genau, hinten in der Zelle, da war ich ja richtig. Dann werden wir jetzt mal weitergehen, aber ich mache vorher gleich nochmal einen Quick-Save oder einen Save. Kann ich da eigentlich durch das Feuer gehen, ohne mich zu verletzen? Nein, kann ich nicht. Toll. Und, klasse, jetzt muss ich hier nochmal wieder durch. Gut, Rohrbombe, bitte nach dort unten. Und boom! Da hat sich irgendein Gang aufgetan. Hoppel, hoppel, hoppel. Da ist Schrotflintmunition, das sieht aus wie ein Abwasserkanal. Dann nutze ich diese Stelle mal eben hier für einen Speicherpunkt. Hallo? Nein, gib mir das und gib mir das. Ach, kann ich nicht einsammeln. Ah, ich kann auch... Okay. Ich sehe gerade, wenn ich in dem Wasser laufe... Was steht da oben immer? Welche Boots sind an? Ah, Schutz... Schutzstiefel oder irgendwas. Ja. Was bist du? Alter, was seid ihr denn für... Shit.
Alter! 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 Lass mich hier weg! Lass mich hier weg! Oh, kacke, Mann. Puh. Ja, so viel zu vorsichtiges Vorgehen. Krasser Shit, Mann. Verpiss dich. Und du auch. So, da habe ich doch noch ein... Nee, was ist das? Scuba Gear, was ist denn... Ja, Englischkenntnisse for the win. Nee, kein anderes Wort habe ich noch nie gehört. Na gut, wenn ich es brauche, dann werde ich es wohl rausfinden. Hier ist jedenfalls eine Tür. Können wir da rein? Aufgesperrt, okay. Hm, ja. Ich habe jede Menge Energie verloren. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Ob ich es nochmal machen sollte oder nicht. Hier haben wir jedenfalls die USS Dallas? Dallas, ja, müsste Dallas sein. Kann ich hier. Achso. Gut, schwimmen können wir auch. Oder das Wasser ist hier sehr flach. Aber. Ach doch, drauf kann ich hier. Geräusche, Geräusche. Was sind das für Geräusche? Kann ich hier irgendwie rein? Nee. Okay, rein können wir in das U-Boot nicht. Ach so. Oh, ah. Da liegt ein kleines Häufchen. Habe ich irgendwo eine Sauerstoffanzeige? Ach, da unten. Okay. Öffnen. Öffnen geht nicht. Achso, ich wollte gerade sagen, wie komme ich denn jetzt wieder an die Oberfläche? Das ist natürlich das Problem, wenn man die Tastenbelegung sich nicht so gut angeguckt hat, beziehungsweise nur das Wichtigste. Ach, jetzt bin ich hier. Oh, okay. Uah. Fuck, 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 fuck. Scheiße, Mann. Komm her, mit deinem blöden, was auch immer das ist. Okay, also hier sind wir wieder draußen auf dem Hof. So, wo bist du jetzt mit deinem Gefährt? Der ist immer noch da hinten. Das heißt, ich vermute mal, wir müssen irgendwie mit dem U-Boot hier los. Where is it? Hm, die Tür geht nicht auf. Oh. Hallo. Ach, das ist. Bam! Das ist noch einer. Da war einer. Hm. Ja, sieht aus wie ein modernes U-Boot. Ups. Meine Finger zucken ein bisschen. Sieht aus wie ein hochmodernes U-Boot. Ah, und dieser Stuhl, herrlich 2D. Den hätte ich auch gerne. Oh, Schrotflintmunition. Kann ich den irgendwie rumschubsen? Nö. Kann ich den benutzen? Nö. Ja, hier ist jedenfalls der... Boom! Huh. Todesraum, abgeschlossen. Okay. Halbe Stunde, 61 Gegner gekillt, 5 übersehen. Hm, wo habe ich die denn übersehen? Also einer war ja noch mit seinem Gefährte am rumfliegen. Und dann vermutlich in irgendwelchen geheimen Räumen, die ich nicht gefunden habe. Nur 3 habe ich gefunden, 7 habe ich übersehen, ja, okay. Gut, ja, ich würde sagen, ich... Ja, an dieser Stelle kann ich wahrscheinlich nicht speichern, oder? Nein, kann ich nicht. Da nochmal eben ins nächste Level und hier werde ich dann... werde ich jetzt mal eben speichern. Und ja, dann beende ich erstmal die Aufnahme. Das war erstmal jetzt eigentlich nur als Test gedacht. Ich glaube, ich habe aber eine Stunde oder so aufgenommen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch bei den nächsten Folgen wieder mit dabei. Und bis dahin sage ich erstmal tschüss.